Jeder Hype beginnt auf die gleiche Weise und er endet auf die gleiche Weise. Und es ist immer wieder dasselbe Muster, das wir erkennen am Ende. Da platzt dann die Blase, die derzeitige Blase ist die KI-Blase, die künstliche Intelligenz-Blase. Und so sind wir in einer Situation, die praktisch jetzt dazu geführt hat, dass man den Verstand ausschaltet und nur noch die Gier waltet. Denn wir sind jetzt wahrscheinlich im letzten Stadium des Abstrusen dieser KI-Blase. Und wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen will, weil eben die Dinge praktisch durch eine komplett rosarote Brille derzeit gesehen werden, haben wir jetzt beim DAX ein neues Allzeithoch. Allerdings ist der DAX eben anders als die Wall Street nicht deutlich überteuert und wir haben diese ganze Schuldenobergrenze-Diskussion. Wir haben die Frage, wird die Fed die Zinsen anheben, ja, nein, oder senken, ja, nein. Schauen wir uns die Dinge im Kontext mal an. Zunächst mal eine Headline hier heute Morgen von Bloomberg. Die nächste Rallye ist schon in der Mache. Derzeit wird für Aktien eine Sorge nach der anderen ganz locker vom Tisch gewischt. Berichtssaison besser als erwartet? Ja, würde ich nicht so sagen. Die war jetzt sicherlich nicht ein Desaster, aber sie war eben nur deswegen besser erwartet als erwartet, weil die Erwartungen vorher wieder praktisch die Klippe runtergestoßen wurden. Die Fed deutet an, bald zu pausieren. Ja, im Juni dürfte da eine Zinspause eintreten. Aber eben keine Zinssenkung, das was die Märkte eingepreist haben. Solider Arbeitsmarkt dämpft die Rezessionsängste, Arbeitsmarkt nachlaufender Indikator, kann man also nicht wirklich viel drüber sagen. Inflation blieb hinter den Erwartungen, naja, das war eigentlich im Rahmen der Erwartungen und nach wie vor haben wir eine Inflation von 5% oder 5,5% in der Kernrate. Der DAX verließ seine Seitwärtsbewegung, ist bereits auf Allzeithoch. Keiner ist offensiv genug positioniert. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Zunächst mal zum DAX vielleicht noch. Der hat zwar einen Allzeithoch erreicht, aber würde man den Kurs DAX, also der DAX, der die Dividenden nicht mit einbezieht, in den Index nehmen, dann sind wir seit dem Jahr 2000 unverändert. Das heißt, man hat über 20 Jahre, hätte man ohne die Dividenden nichts verdient. Und jetzt kommen wir allerdings zu dem derzeitigen Hauptaufregerthema. Die Märkte sagen ja oder haben gesagt, Mensch, wir glauben mal den Leuten aus Washington, Ende der Woche ist die Sache schon gelöst, der Schuldenstreit gelöst. Wir hatten ja vorhin diese Headline, ja, Schuldenobergrenzestreit, der scheint schon ganz schnell gelöst zu werden. Nein, dem ist nicht so. Hier sehen wir mal, dass jetzt die Gespräche weitergehen. Biden war ja in Asien. Und da hat man sich wieder Wortgefechte geliefert. Die Republikaner haben die Verhandlungen am Freitag abgebrochen. Dann hat McCarthy mit Biden nochmal telefoniert, während Biden zurückgeflogen ist. Derzeit verhandeln die verschiedenen Vertreter eben beider Parteien. Aber hier zum Beispiel Biden, der sagt, ich bin fundamental dagegen, dass wir uns von den Republikanern hier bestimmte Dinge aufdrängen lassen. Zwar haben die sich jetzt ein bisschen von den Trumpschen Extrempositionen verabschiedet, aber was sie verlangen, das hat keinen Sinn. Das ist ohne Verstand. Hier sagt er, die Dinge sind unakzeptabel von den Republikanern. McCarthy dagegen, der Republikaner, sagt, ich erwarte keinen Fortschritt, bis Biden zurückkommt. Jetzt ist er wieder zurück und er sagt, das Weiße Haus hat praktisch wieder Rückschritte gemacht vom Vortag. Also das bleibt dieses Hickhack. Wir sind wahrscheinlich noch sehr, sehr weit entfernt von einer Einigung. Welche Themen sind da im Vordergrund? Die Republikaner wollen wohl Ausgabebegrenzungen für die nächsten 10 Jahre. Jetzt hat man gesagt, okay, nicht 10 Jahre, 6 Jahre. Das scheint der Stand zu sein. Die Demokraten sagen ja maximal 2 Jahre, aber keine 6 Jahre. Hier dann nochmal, vor allem in Sachen Verteidigungshaushalt. Hier wollen die Republikaner, dass da praktisch die Ausgaben weiter erhöht werden. Das aber würde auf Kosten der Sozialausgaben gehen. Das wollen die Demokraten auf gar keinen Fall. Warum ist diese Sache so kompliziert und warum ist es nicht einfach so, ja, die heben mal das Schuldenlimit an und alles ist gut? Schlichtweg, weil da eben Budgetkürzungen oder Erweiterungen vorgesehen sind. An diesen Budgets hängen Ideologien, bei beiden etwa die Grüne.
Ideologie, die sagt, wir wollen Erneuerbare fördern, Inflation Reduction Act, wie das alles heißt. Das heißt, da geht es wirklich ganz hart in die Sache um Glaubensinhalte, die sich in Finanzmitteln ausdrücken. Und dementsprechend ist das eben alles andere als einfach. Die können nicht einfach sagen, ach, weißt du was, jetzt gönnen wir uns mal 5 Billionen mehr, sondern es muss eben klar gesagt werden, ja, wo wird eingespart, wo wird Geld ausgegeben. Und das macht die ganze Geschichte so unglaublich schwierig. Schauen wir uns hier mal jetzt an, wie viel Geld die liebe Janet Yellen noch hatte. Stand Freitag, aber da ist man immer 2 Tage zurück. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich heute Morgen dann erst die Daten nach das Wochenende jetzt. Jetzt hat Janet Yellen noch 57 Milliarden Dollar. Wieder mal deutlich weniger als am Vortag. Das wird also jetzt immer knapper. Und hier dann zum Beispiel solche Aussagen zwischenzeitlich von McCarthy. Also Biden will wohl eher ein Default als einen Deal, also praktisch die Zahlungsunfähigkeit eher als ein Deal. Biden hatte ja dieses 14. Amendment, diesen 14. Verfassungszusatz ins Spiel gebracht. Er meint, er könne die ziehen, verfassungsrechtlich hochgradig umstritten. Jedenfalls könnte das dazu führen, dass Biden weniger kompromissbereit ist, weil er glaubt, er hätte diese Option. Das würde dann auf jeden Fall massive Klagen nach sich ziehen. Das Weiße Haus hat dann gesagt, ja, also die Aktienmärkte könnten 45% fallen, wenn es zu diesem Zahlungsausfall kommt. Dann McCarthy, der sagt, naja, die Märkte würden einen Deal als absolut positiv sehen, aber dieser Deal ist ja jetzt schon mehrfach eingepreist worden, wenn man so will. Jetzt hat Janet Yellen sich gemeldet und gesagt, na, also bis Mitte Juni, das wird knapp, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Da müssen wir dann wahrscheinlich schon einige Dinge einstellen in Sachen Bezahlung. Und wir sehen, dass eben jetzt innerhalb einer Woche von 139,9 auf 57 Milliarden Dollar die ganze Geschichte nach unten gegangen ist. Mitte Juni bekommt man wieder Steuerzahlungen rein, aber es ist dieses Gap zwischen Anfang Juni und Mitte Juni, das offenkundig das Problem sein könnte. Also die ganze Geschichte wird jetzt knapp, und wenn wir jetzt nochmal zu den Geschehnissen auch aus der letzten Woche kommen, wir haben am Freitagabend dann Daten nochmal bekommen für die Bankeinlagen in den USA. Thema Bankenkrise ja auch derzeit wieder ein bisschen im Hintergrund, aber eben nicht weg. 57 Milliarden Dollar auf unbereinigter Basis, auf bereinigter Basis sind es weniger als diese 57, sondern 26 Milliarden. Auch Robin Brooks fragt sich hier, was soll dieses bereinigt, unbereinigt, saisonal bereinigt, saisonal unbereinigt? Wir sollten nur die unbereinigten Daten sehen, weil alles andere ist im Grunde Metaphysik mit Zahlen, das macht gar keinen Sinn. Also, Message ist, es fließt weiter Geld aus den US-Banken heraus. Dann hatten wir am Freitag ja Aussagen von Jerome Powell, der diskutierte mit Ben Bernanke, Inflation zu hoch. Und dann vor allem der Satz, der dann immer zitiert wurde, oder diese Aussage, die Verschärfung der Kreditstandards könnte dazu führen, dass die Fed die Zinsen nicht so stark anheben muss, wie ursprünglich gedacht. Nicht so stark anheben, das heißt aber tendenziell ja weiter anheben, nur nicht so stark. Davor ist von einer Zinssenkung nicht die Rede, die aber ist eigentlich von den Märkten eingepreist. Further rate hike decisions will be data dependent, also es wird auf die Daten ankommen. Und dann hatte sich Janet Yellen auch geäußert gegenüber CNN und gesagt, also mehr Merger werden kommen, werden notwendig sein im Bankenbereich. Übersetzt heißt das, mehr Banken werden pleite gehen, denn was wir gesehen haben, etwa JP Morgan, First Republic Bank, das waren ja keine freiwilligen Zusammenschlüsse, sondern Notverkäufe, wenn man so will. Wir sehen dann, dass eben das Banken-ETF am Freitag nach unten gegangen ist, und weiter fließt also scheinbar Geld in diese Geldmarktfonds. Die bieten ja 5% Zinsen, und damit ist die Differenz eben zwischen diesem Premium für Stocks und dem risikolosen Zins, könnte man sagen, von 5% so groß wie eigentlich noch nie. Wir sehen den Fear and Greed Index jetzt bei 67, aber alle sind bärisch. Wir sehen, dass in der letzten Woche in ETFs und Fonds 3,76 Milliarden Dollar geflossen sind in Tech, in die Tech-Bereiche. Wir sehen also, die Inflows steigen immer mehr. Wir sehen, dass wir am Donnerstag, war es glaube ich, das größte Call-Volumen seit dem Jahr 2014 gehabt haben, aber alle sind bärisch, gar keine Frage. Wir sind jetzt in einer Situation, wo die wenigen Aktien in Relation zum S&P 500 praktisch fast ein neues Rekordhoch erreichen, deren Bedeutung für den Index. Hier sehen wir mal die Advanced Decline-Linien.
fast die, oder sagen wir Pi mal Daumen, die Hälfte der Aktien im S&P 500 handelt. Nicht über dem 50-Tages-Durchschnitt. Der S&P 500 steigt weiter. Die Advanced Decline Linie kommt da nicht mit. Wir sehen, Technology geht immer weiter nach oben. Retail-Aktien oder das Retail-ETF von SPDR, das fällt weiter, also das zeigt die Schwäche des Konsumenten, aber Tech ist der ganz sichere Hafen. Wenn der Konsument nicht mehr kann, ganz sicher, dann kaufen alle, die arbeitslos geworden sind, sich ganz neue iPhones, da bin ich mir absolut sicher. Auf jeden Fall sagt hier Goldman Sachs, dass wir einen Wechsel gesehen haben, jetzt FOMO Frenzy, Hedge Fund Buying, Hedge Funds mussten offenkundig auch Short-Positionen eindecken. Unten sehen wir mal Investor Intelligence, also praktisch die Stimmung in Börsenbriefen in den USA. Hier sehen wir deutlicher Anstieg der bullischen Stimmung, deutlicher Rückgang der bärischen Stimmung. Hier sind mal die Top-Aktien der Retail-Trader, also der Privatkunden sozusagen, der nicht institutionellen Player immer. Tesla wieder mal, dann der S&P 500 als ETF, dann das Nasdaq ETF Triple Q, Amazon, Nvidia, Apple und AMD, und der ganze Markt ist ja durch diese Tech-Aktien nach oben getrieben worden, wie schon gesagt. Hier sehen wir mal den Equal Weight Index im Vergleich zum S&P 500, praktisch unverändert, sogar leichte Minus in diesem Jahr. Also würden alle Aktien gleich gewertet sein, hätten wir diese Rallye nicht. Wir sehen vor allem diese KI-Aktien, Nvidia, aber auch Google inzwischen, die hier die Pace machen und die Indizes nach oben ziehen. Rechts sehen wir mal Nasdaq zum Russell 2000, also praktisch Tech-Aktien zu diesen amerikanischen Nebenwerten. Und hier nochmal Time to Sell Tech. Tech, der Sektor relativ zum S&P 500 gesamt, sehen wir jetzt auf dem höchsten Stand seit der Dotcom-Blase. Und die Price Performance ebenso. Also wir sehen, das ist schon eine witzige Situation, mit der wir es hier zu tun haben. Jetzt natürlich Tech kaufen macht Sinn, weil Tech ist ja so unglaublich günstig und KI wird ganz, ganz toll werden. Wird alle Aktien, die damit zu tun haben, nach oben bringen, vor allem eine Nvidia. Hier sehen wir jetzt Bewertung von Nvidia, die am Mittwoch Zahlen bringen. Das wird mental wichtig werden. Kann man da diese Dinge in irgendeiner Form rechtfertigen, die da eingepreist ist? Kursumsatzverhältnis 29, das heißt, man müsste mal 29 Jahre warten, bis überhaupt der Umsatz, oder man bezahlt 29 Jahre Umsatz, nicht Gewinn bei der Nvidia-Aktie. Sind die Gewinnerwartungen gestiegen, Umsatzerwartungen? Nein, gleich geblieben, aber die Aktie wird immer teurer. Wir erinnern uns, dass der Nvidia-Chef zum Beispiel gesagt hat, noch nicht allzu lange her, Metaverse wird viel, viel größer als die physische Welt. Warum ist Meta gestiegen? Weil sie praktisch sich von Metaverse jetzt verabschiedet haben, von dieser Idee. Das war ein reiner Ofenschuss oder Schuss in den Ofen. Und die Marktkapitalisierung von Nvidia ist jetzt größer als die von Berkshire Hathaway. Interessant. Jedenfalls Zero Hedge mit dem Tweet, der die Absurdität des Ganzen zeigt, damit Nvidia in die derzeitige Bewertung reinwachsen kann, müsste es praktisch alle Menschen arbeitslos machen bis zum Jahr 2030, und die Menschen würden dann daytraden zum Amüsement der Algorithmen. Das bringt so ein bisschen die ganze Situation auf den Punkt, die ganze Absurdität. Party, als wäre es 1999, aber wir haben nicht 99, sondern wir haben 2023 mit Zinsen von über 5%. Hier rechts sehen wir nochmal die Aktien über ihren 50-Tages-Durchschnitt, negative Divergenze zum S&P 500. Und jetzt dann die Meldung, dass China staatlichen oder den Firmen verbietet, Chips von Micron einzubauen, weil die sozusagen ein Sicherheitsrisiko darstellen würden. Micron ist noch mit am wenigsten betroffen, nur 11% der Umsätze in China. Bin aber gespannt, wie die Aktie reagiert, wie der Sektor heute reagiert. Am betroffensten wären Qualcomm, Broadcom, Intel, AMD und dann Nvidia, erst dann Micron. Also das ist praktisch ein Revancheakt der Chinesen, die ja sich davon revanchieren, dass die Amerikaner Hochleistungschips nicht mehr liefern wollen. Dennoch sehen wir, dass asiatische Aktien gestiegen sind, nachdem Joe Biden gesagt hat, dass die Beziehungen zu China sich sicherlich verbessern werden in sehr kurzer Zeit. Naja, wir sehen das an den Taten. Da wird mal Micron praktisch ausgesperrt aus dem chinesischen Markt. Da sehen wir also diese massive Verbesserung. Wir sehen auch diese
Divergenz übrigens nochmal zu den Junkbonds, also zur Achillesferse des Marktes. Die Junkbonds zeigen diese Rallye nicht. Und das ist praktisch der Stressindikator, das Fieberthermometer der Märkte, denn da entsteht als erstes Risikoaversion bei diesen Unternehmensanleihen schwächerer Bonität. Und abschließend nochmal die großartige EZB muss noch mehr gegen Inflation tun, hat Lagarde gesagt. Man feiert ja 25. Geburtstag. Man hat Preisstabilität erreicht, ganz sicher. Wir haben ja nur 7% Inflation, also mehr kann Preisstabilität nicht sein, meine Damen und Herren. Daniel Stelter sagt, okay, wenn die Notenbank die Zinsen erhöht, steigt die Zinsbelastung für den Staat mit der Folge, dass die Inflation weiter steigt. Interessante Theorie. Jedenfalls drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Zinssenkung, unwahrscheinlich, genau das ist aber von den Märkten eingepreist. Wir sehen deswegen, dass die Anleihemärkte bereits reagieren und die Anleiherenditen weiter nach oben gehen. Die 10-Jährige jetzt schon weit über 3,6%. Dann S&P 500 probt Ausbruch, DAX auf Allzeithoch. Aber was kommt jetzt eigentlich? Tech steht vor einer Korrektur, so die These dieses Artikels meines Kollegen Wolfgang Müller. Und wie China das schwache Russland ausnutzt, da hat es zwei Entwicklungen gegeben, die hochbedeutend sind und Sie wahrscheinlich in den Öffentlich-Rechtlichen nicht sehen werden. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao. Marco Pöster heute wieder einen Tick früher. Ciao.